Obwohl ihre erwachsenen Zwillinge eigentlich in allem sehr offen sind, tischen die 30-Jährigen ihrer Mutter Petra gleich eine faustdicke Lüge auf. Hallo, wer sind Sie denn? Mein Name ist Sattler, hallo. Lenz, mein Name, ich bin die Mutter von den beiden. Okay, ja. Ja, er ist vorhin hier gebracht worden. Ja. Schwester ist dabei und irgendwie muss was passiert sein. Irgendwie auf der Leiter gestanden und von da in den Teich gefallen. Nein, also das haben Sie ganz falsch verstanden. Wir waren an dem See und da ist umgeknickt. So hat er aber zuerst ja so angegeben. Ne? Ja, das hat er falsch gesagt. Wir waren an dem See und da ist er eben ganz blöd. Hauptsache nass und Hauptsache gefallen. Ne? Das ist das Wichtige. Und Leiter und See, also den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Herr Lenz berichtete ja primär, dass er wohl in einen Teich gefallen sei, als er gerade auf einer Leiter war. Und als dann seine Schwester und dann die Mutter irgendwie noch im Schockraum dabei waren, stimmte wohl dieses Unfallgeschehen gar nicht mehr. Die Leiter gab es nicht. Ja, letztendlich fand ich das verwunderlich, wollte mich natürlich aber auch um das rechte Sprunggelenk kümmern. Aber mit der Lüge hatte es schon eine Bewandtnis, denn die Falschangabe sollte letztendlich eine Straftat vertuschen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal eine Fraktur ausschließen, machen ein Röntgenbild. Ja, klar. Und müssen vielleicht noch schauen, ob es ein Bänderriss ist. Mhm. Ich würde mich gerne mal hinsetzen. Setzen Sie ja sich? Okay. Wollen Sie den Mantel einmal ausziehen? Ja. Und wir machen das gleich und bringen Sie jetzt zu Röntgen. Ja. Sie lassen machen. Oi, oi. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Das sieht ja aus wie so ein Blasensprung. Ich glaube, wir sollten mal schnell die Gynäkologin rufen. Das war eigentlich relativ eindeutig. Das gehört jetzt nicht zu unserem Facharztgebiet. Insofern wollten wir natürlich möglichst schnell dann auch dafür sorgen, dass die Gynäkologin zu uns kommt. Und darf ich mal fragen, wie weit Sie sind? Trautner heißt ich, hallo. Siebten Monat. Ach, oh, das ist ja noch ein kleiner Bauch. Ist zu früh. Ach ja, aber das ist ja tatsächlich, das ist jetzt hier passiert, ne? Ja. Weil Sie sind ja auch hier überall so ein bisschen nass. Was ist denn ja, das? Wo kommt denn das her? Mein Bruder ist in den Teich gefallen und ich wollte ihm helfen. Ja, auch. Deswegen ist die Hose. Entschuldigen Sie, ich muss erst mal das ganze Wasser ein. Ich muss das Wasser erst mal einsortieren. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen differenzieren gerade. Wäre das für euch okay, wenn wir uns jetzt zur Röntgenabteilung verziehen? Das wäre ganz lieb, dann können wir nämlich mal das Kind abholen. Ihr macht richtige Medizin. Dankeschön, dass ihr so toll behandelt habt. So, pass auf, wir gucken mal. Wissen Sie was, wir gucken jetzt mal. Wir müssen ja erst mal wissen, ist das das erste Kind? Ja. Ja? Ah. Frau Hertel hat ganz überraschend in der Klinik einen Blasensprung bekommen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht mit einer Geburt gerechnet hat. 28. Woche, da ist das Kind noch klein. Das hat zwar schon alle Funktionen, aber wir müssen in dem Moment checken, was kann es, wie weit ist es, wie viel wiegt es und darf es überhaupt auf normalem Weg kommen? Und da die Fruchtblase geöffnet ist, können wir das nicht mehr kitten und müssen alles vorbereiten, dass dieses Kind gut ins Leben kommt. Jetzt regen Sie sich nicht auf, wir können das ja nicht mehr zunehmen. Wie sollen wir das machen? Das kommt. Und das sieht hübsch aus, das Kind. Ich denke, dass Sie sich freuen, wenn Sie das sehen. Ne? Wir können das nicht anders machen. Aber mein Mann ist nicht da. Ach, den kriegen wir doch hierher bis dahin. Natürlich. Dann nehmen wir sie auf. Ja, würde ich sagen, ja. Ich hätte gern noch mal nachher noch mal den Mutterpass gesehen, den brauchen wir. Ja, können Sie den, haben Sie den, müssen Sie ja eigentlich dabei haben. Den habe ich in meinem Rucksack. Okay, was ist denn den Rucksack? Der steht draußen an der Anmeldung. Mutter Petra, die ihre Zwillinge allein großgezogen hat, soll gleich der Schreck in alle Glieder fahren. In der Tasche ihrer glücklich verheirateten Tochter Nora findet die 49-Jährige nämlich etwas mit sehr großer emotionaler Sprengkraft. Was ist das denn hier? Vaterschaftstest? Was will meine Tochter jetzt mit dem Vaterschaftstest? Die wird ja wohl nicht zweifeln, dass Tino nicht der Vater ist. Eine werdende Oma, die sich nicht sicher ist, ob der Schwiegersohn denn auch der Vater des Kindes ist. Also da kann ich mir schon vorstellen, was da alles so im Kopf abgeht. Und deswegen bestellt die 49-Jährige reflexartig Noras Ehemann Tino ins Krankenhaus. Wenig später ist Petras Sohn Aaron vom Röntgen zurück. Der Mechatroniker wollte seiner Zwillingsschwester und werdenden Mutter mit einer fragwürdigen Aktion einen Gefallen tun und hat sich dabei verletzt. Bänderriss. 6 bis 8 Wochen ruhig stellen, keine OP, das war's. Hm. Ja, wenigstens keine OP. Sind Sie noch mal glimpflich davon gekommen? Wenn man das so nennen darf. Ich mag da auch echt Sachen. Aber Aaron, wo ich dich gerade noch mal hier hab, bevor wir da jetzt zu Nora gehen. Er war ja eben an ihrem Rucksack. Die hat da einen Vaterschaftstest drin. Weißt du da irgendwas von? Ach, Mama. Ist Tino nicht der Papa, oder? Bin ich schwanger oder Nora? Das musst du sie fragen. Keine Ahnung, was es soll. Ja, aber ihr erzählt euch doch alles. Ja,
Frag sie selbst. Ich konnte Aaron sehr gut verstehen, dass er seiner Mutter in dieser Richtung keine Auskunft geben wollte, weil die zwei sind Zwillinge, die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und warum sollte er da jetzt seine Schwester in die Pfanne hauen, ohne mit ihr vorher darüber gesprochen zu haben? Wie geht's dir? Oh, geht schon. Drückt ein bisschen. Wie geht's dir? Siehst du ja. Na, geht schon auch. Passt schon. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt. Der Muttermund ist 1 Zentimeter. Und wenn das jetzt weitergeht mit den Wehen, dann atmen. Gehen wir. Ne, dann fahren immer wir schön rüber. Atmen, tief in den Bauch atmen. Das ist einfacher. Genau, weiß schon, so durch super. Die Nase ein, durch den Mund ein. Das ist jetzt natürlich noch sehr früh alles, ne? Ja, ich weiß. Aber wissen Sie, das kleine Mausekind, das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Der Schutz, die Hülle ist ja kaputt. Ach, mein das Gott. Kriegen wir nicht mehr raus. Wenn der Blasensprung vollzogen ist, dann kommt eine Keiminvasion zu diesem kleinen ungeborenen Kind in die Gebärmutter rein, wo es bisher total steril war. Und dann haben wir begrenzte Zeit, um zu sagen, Mutter und Kind dürfen sich nicht infizieren. Das Kind soll raus. Bleibt also nur zu hoffen, dass Nora ihr Baby gesund zur Welt bringen wird. Das ist auch der größte Wunsch der angehenden Oma, die seit dem sonderbaren Fund eines Vaterschaftstests allerdings fürchtet, dass Schwiegersohn Tino doch nicht der Kindsvater ist. Oh, ich komme gerade vom kleinen Mann. Oh, dem geht's so gut, der sieht ja so süß aus. Glückwunsch, Onkel, Glückwunsch, Oma. Glückwunsch, Vater. Ja, geht schon. Ja. Hast du schon verraten, wie er heißt? Nein, hab ich noch nicht verraten. Willst du es verraten? Nee, okay. Komm mal. Ja? Ja. Wir haben ihn Benjamin genannt. Ah, sehr schön. Ich war jetzt leider nicht so kreativ wie du, weil Aaron und Nora, ne, weißt du ja. Ah, jetzt verstehe ich es auch. Ja, wenn du es rückwärts. Ja. Cool. Ja, geht natürlich mit Zwillingen natürlich ein bisschen einfacher, natürlich. Aber wir haben uns für Benjamin entschieden. Waren wir sehr glücklich drüber. Ich hoffe, dass wir den schnell sehen können. Ist erschöpft jetzt, ne? Ja. Aber Tino, ich glaube, du musst Mama noch mal aufklären, dass du auch wirklich der Vater bist, weil sie hat die Vaterschaftstests gefunden. Natürlich bin ich der Vater, ich bitte dich. Also, was hast du denn? Steht da außer Frage. Aaron, wie siehst du an? Hallo? Petra, du? Michael? Wieso hast du Aarons Handy? Wieso Aarons Handy? Hier bei mir wurde eingebrochen. War Handy lag im Badezimmer, müsste bei den Einbrechern sein. Ich weiß nicht, wieso bricht Aaron bei mir ein? Was soll das? Verstehe ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich kläre das später und ruf dich nochmal an. Ich bin jetzt hier gerade bei meiner Tochter im Krankenhaus. Die hat ihr Baby bekommen, aber ich ruf dich nachher an, okay? Okay, alles klar. Ja, bis später. Dann melde ich später, bitte, dass ich geklärt habe. Ja, klar, bis später. Könnt ihr mir das mal erklären? Wieso hat Michael dein Handy? Ja, ich glaube, dann muss ich dir was erklären, Mama. Als ich schwanger war, ich habe mich halt so gefreut, dass dann auch der Kleine einen Opa bekommt. Und wir hatten ja nie einen Vater. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, dass Michael vielleicht derjenige sein könnte, der unser Vater ist. Er hat die gleichen Augen, er hat dieselbe Nase wie Aaron und ich. Mama, aber sieh sie dir doch mal an. Und sieh dir Michael mal an. Man hat sie nicht so lange damit breit gekloppt. Vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit, aber... Nein, das ist ein guter Freund, schon seit Schulzeiten, das wisst ihr doch. Und er ist nicht unser Vater. Natürlich nicht. Bist du ja ganz sicher? Ja, ich glaube, das wüsste ich. Ja, wir sind halt, wir wussten, er wird es uns auch nicht sagen, du wirst es nicht sagen. Und wir sind dann halt bei ihm vorbeigegangen und haben versucht. Guten Tag. Werde ich vermisst? Ich möchte mal ein paar schöne Sachen erzählen. Bitte? Vorne? Ah ja, ja. Habe genau. Ich mir gedacht. Das heißt, hallo. Na, und wie geht es Ihnen? Ja, es geht schon. Ja? Immer noch ein bisschen Schmerzen, aber... Haben Sie doch toll gemacht. Die Frau Hertel hat das im Kreissaal wunderbar gemacht. Die hat gute Wehen gehabt, starke Wehen ganz plötzlich gehabt. Wir mussten überhaupt nicht an Kaiserschnitt denken. Wir hatten alle Hände voll zu tun, diesen kleinen Mausejungen da rauszuholen, der so goldig war. Oh. So ein süßes Kind. Hat es nicht jedes Kind schön, kann ich nichts für. Ist so. Ne? Dankeschön. Ich wünsche euch, dass ihr eine gute Familie werdet, dass ihr mit diesem Kind gut klarkommt. Das bleibt noch ein bisschen in der Kinderklinik. Ne? Wir können das ja nicht so nach Hause lassen. 2500 Gramm brauchen wir. Aber dann ist auch der Luftballon gut. So lange müsst ihr sehen, dass die Luft nicht rausgeht. Ein bisschen dauert es noch. Ne? Ja. Ich wünsche euch was. Danke. Vielleicht sehen wir uns mal wieder in einer besseren Woche. Ne? Danke. Viel Glück für euch. Also bleibt gesund. Tschüss. Vielen Dank Ihnen.
Die Frauen sind schon traurig, wenn sie dann endlich ihr Kind eigentlich im Arm halten würden und können das nicht, weil es noch so ein kleines Fummelchen ist, dass es noch in der Kinderklinik bleiben muss oder auf der Frühgeborenenstation. Aber die Kollegen dort versuchen alles, dass unter Einhaltung von Hygieneregeln die Mütter auch ein paar Stunden pro Tag dahin können. Und dann lässt sich der Schmerz so ein bisschen abmildern. Aber ganz geht er nicht weg. Ganz ist er erst weg, wenn man das Kind mit nach Hause nehmen kann. Hallo, Entschuldigung, ich bin's nochmal. Ich hatte ganz vergessen, Ihnen zu sagen, wegen der Muttermilch. Mhm. Da hatten Sie sich doch vorhin erkundigt. Ja. Sie bekommen von uns eine Pumpe, mhm, ja, für die Zeit jetzt, die Sie hier sind. Mhm. Und dann können wir ganz frisch die Muttermilch abpuppen, mhm, und einmal zu den Kleinen geben. Okay, ja, super. Ich zeige Ihnen dann nachher, wenn hier so ein bisschen, mhm, der Trubel rum ist, mhm, dann machen wir zwar das super mal eben unter uns. Ne? Okay. Das ist aber eigentlich ganz einfach. Ich zeige es Ihnen einfach einmal, mhm, und dann learning by doing eigentlich. Okay. No? Super, danke. Aber hier ist irgendwie so eine angespannte Stimmung. Immer noch. Ja, ich hätte eigentlich gerne noch was geklärt. Also mal davon abgesehen, dass ihr beide vielleicht Michael wirklich ein bisschen ähnlich sieht. Also gerade du, kann ich nicht zweifeln. Aber es berechtigt euch nicht, da einzubrechen. Ja, das ist ja schon klar. Aber ich meine, was habt ihr da gemacht? Wie gesagt, ihr hättet ja nichts gesagt. Und Nora hat mich dann so lange bearbeitet, bis ich gesagt habe, okay, ich steigt da in die Wohnung ein, die Balkontür war offen, ich bin da hoch, hab die Zahnbürste geholt für den DNA-Test und dann bin ich beim Runterklettern der Leiter halt ausgerutscht und in diesem scheiß Teich gelandet. Ah, toll. Und dabei haben Sie dann Ihr Handy verloren. Ja, es muss wahrscheinlich aus der Tasche gefallen sein, ich weiß es nicht. Ich hab ihn anders nicht mehr aus dem Teich bekommen, deswegen war ich dann auch so... Hey, ihr seid jetzt alt genug, ihr müsst doch nicht noch mehr anstellen. Also, ja, ich bitte euch, dass ihr euch dann bei Michael entschuldigt. Machen wir. Ja, sowieso. Okay. Der Freund der Familie hat die Entschuldigung angenommen und über die vermutete Vaterschaft sehr geschmunzelt. Die Rolle des Ersatz-Opis möchte Michael nur allzu gern übernehmen. Sein Talent kann der 52-Jährige in 4 Wochen beweisen, denn dann darf Rüchen Benjamin endlich nach Hause.